Die Leute, die 3 Minuten zu spät kamen, dürfen halt wieder auf dem Boden sitzen. Naja. Prinzipiell wären Stühle und Tisch schon ganz nett. Weil man das ja auch manchmal macht, sich Seminare nach Interesse aussuchen, das ist hier in der Universität leider nicht möglich in Frankfurt. Die Fluchtwege sind total besetzt, also die ganze Treppe ist voll und bis der Raum evakuiert wäre, wäre eigentlich viel zu lange. Das ist untragbar eigentlich. Das hier ist das Seminar Grundlagen feministischer Pädagogik. Es ist super voll, also es waren irgendwie ungefähr 250 Anmeldungen. Da ist es sogar ein Großseminar und es sind irgendwie 260 Leute. Dadurch wird unter der Hand eine Vorlesung draus. Offensichtlich sind auch einige Sachen schiefgelaufen irgendwie im Fachbereich und es sind Professoren nicht besetzt worden. Wir haben insgesamt für die steigenden Studierendenzahlen in der Tat einfach zu wenig Personal. Wir erleben natürlich gerade am Semesterbeginn immer auch die Situation, dass Lehrveranstaltungen besonders gefüllt sind. Die Konzeption der Räume im neuen Gebäude genauso schlecht ist wie in der neuen Mensa. Und also wie man ja auch sieht, die Tische sind festgeklammert. Wir könnten es nicht mal so umstellen, dass wir das uns so machen könnten, wie wir es bräuchten, um in der Gruppe zu arbeiten. Wir waren gestern in einem Seminar, wo wir aufgrund vom Raummangel dann umgezogen sind. Wir durchs Gebäude gerannt sind, Dozent vorne ran und haben noch einen Raum gesucht. Wir haben auch welche gefunden, größere Räume, die waren leer, da war kein Mensch drin. Konnte man aber einfach nicht buchen. Der Dozent hat gemeint, er konnte die im NSF nicht buchen. Insgesamt muss man ganz klar sagen, die Überfüllung führt zu einem starken Absenken der Leistungsbereitschaft. Was schon außergewöhnlich ist in diesem Semester, ist, dass wir vom Dekanat, vom Fachbereich Erziehungswissenschaften, so eine Order bekommen haben, dass die Seminare diesmal so voll werden, weil irgendwie schon vor dem Semesterbeginn klar wurde, dass ganz viele Studienplätze fehlen oder Seminarplätze fehlen, dass wir die Seminare, dass wir angehalten wurden, die Seminare entweder 14-tägig zu machen, mit 2 Gruppen immer abwechselnd oder halt doppelt zu geben. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil entweder wird die Arbeitszeit intensiviert von den Lehrenden oder die Studierenden kriegen nur die Hälfte des Seminars. Das sind irgendwie beides keine Optionen. Und es führt auch zu größeren Schwierigkeiten didaktischer Art. Das ist ein großer Unterschied, ob ich eine Veranstaltung habe, wo ich das, was ich vermittle, interaktiv dann überprüfen kann. Das ist einfach Frontalunterricht, Oberstufe und das ist nicht sonderlich sinnvoll und hat mit dem Uni-Alltag nichts zu tun. Ein Seminar, das für 60 Leute ausgelegt war, da hätte man mit dem Dozenten in Kontakt kommen können. Jetzt sind allerdings 350 Leute in dem Seminar wohlgemerkt. Das heißt also, Kontakt mit dem Dozenten herstellen ist sehr schwierig. Mehr Lehrende einzustellen, vor allen Dingen erstmal, wenn Lehrende erstmal zu teuer sind, ja, was ja das gängige Argument ist, eine größere Anzahl von Tutoren und Tutorinnen mit einzubinden. Ich will noch einmal darauf hinweisen, dass wir versuchen, genau dieses Problem, das Sie adressiert haben, zu lösen. Durch die Errichtung des Seminarpavillons und insbesondere durch den Neubau des Seminargebäudes. Wenn diese beiden Gebäude in Betrieb sind, haben wir genau diese Lücke geschlossen, dass wir nämlich mittelgroße Seminarräume auch zur Verfügung stellen können. Das ist ein Projekt, das Sie sich so vorstellen müssen, dass hier in Containerbauweise Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Wir hoffen natürlich, dass es besser wird, wenn dann der neue Seminarpavillon dann errichtet wird. Man könnte auch Container sagen. Damit hier keine falschen Eindrücke entstehen, das ist modernste Bauqualität. Dieser Bau wird vorübergehend errichtet werden, lässt sich dann auch wieder abbauen und kann an anderer Stelle dann auch wieder weiter genutzt werden. Wenn dann so relativ wenig dafür reicht, dass so ein Chaos ausbricht und dass die Seminarveranstaltung, also die Lehre eigentlich nicht mehr gemacht werden kann, dann würde ich sagen, ist spätestens dann mal irgendwie der Zeitpunkt gekommen, an dem auch der Fachbereich sich positionieren muss, innerhalb der Uni, auch gegenüber dem Präsidium und sagen muss, wir haben einfach überhaupt nicht die Mittel, um die Lehre zu machen.